Hallo Leute, heute gucken wir uns an, wie man unseren Bausatz LOX Vit 120 mit dem 120 Ohm Widerstand für den LOX-Bus und für DMX, wie man den zusammenlötet. So, was brauchen wir alles? Eine Lötstation, die schalten wir mal ein. Die Lötstation habe ich auch, die müsste unten bei dem Werkzeug auch verlinkt sein. Die ist in einem sehr vernünftigen Preisrahmen. Eine saubere Lötspitze, entweder die ab Werk dabei ist. Optional gibt es hier auch so ein Set, was man dazu kaufen kann. Da sind auch noch feinere Lötspitzen drin, je nachdem, wie fein man löten will. Dann Lötzinn, und zwar bleifreien Lötzinn. Hier ist bei uns auch im Shop zu kaufen. 1 mm Draht, da ist auch mit einem gewissen Kupferanteil noch drin. Dann, den brauchen wir nicht, einen kleinen Seitenschneider. Hier, der hat so, wenn man die Drähte abknipst, dass sie nicht wegfliegen, so ein Gegenhalter dabei. Und was auch ganz gut ist, Entlötlitze. Gibt es auch in allen möglichen Variationen, verschiedenen Durchmessern. Hier, das ist jetzt 1 mm breite 1 mm breite Entlötlitze. Und dann, dann zum Reinigen von dem Lötkolben ist immer besser, hier so ein Bronzeschwamm als diese Schwämmchen, was normal ab Werk dabei ist. Das ist immer besser. Man macht den hiermit sauber, weil der Schwämmchen ist der Nachteil. Wenn man dann ins Wasser eintaucht, wird er natürlich vorne abgeschreckt, hält die Lötspitze nicht so lange. Sondern jetzt hat der Lötkolben jetzt auf 390 Grad hochheizt. Gucken wir uns den Bausatz hier mal an. Kommt fertig in so ein Tütchen. So. Das hier sind die Gehäuseteile, die brauchen wir nachher. Dann haben wir hier die Platine, einen Widerstand und eine Reihenklemme. So, dann machen wir als erstes den Widerstand hier. Das sind noch diese, meistens, nicht immer, aber meistens diese Pappstückchen dran, weil die Widerstände am Gurt sind. Man biegt den Widerstand etwas, steckt ihn hier durch die Platine hindurch. Und auf der Rückseite hier, wo die Leiterbahnen sind, biegt man so leicht zur Seite. So, dann kann man den hier schon mal irgendwo ein bisschen drauflegen. Nimmt den Lötkolben. Jetzt hat er die Temperatur erreicht, die 390 Grad. Jetzt tun wir den vorne ein bisschen Lötzinn dran. Legen den daneben. Und führen dann hier ein bisschen Lötzinn hinzu. Zack und wegziehen. Fertig. 1, 2, wegziehen, fertig. So, jetzt kann man es hier nochmal von oben sehen. So, hier nochmal den Lötzinn an der Lötspitze hinzufügen. So, 1, 2, wegziehen. Und hier dann 1, 2, wegziehen. So, und dann kann man nämlich hier die Teile abschneiden, wie ihr hier seht. Was hier so drüber ist, das kann man wegputzen, ist nicht halt bewegen, ist das Flussmittel. Und schon ist das, wie der Widerstand hier drauf, dann fertig verlötet. Dann nimmt man hier die Reihenklemme. Die ist natürlich auf einer Seite offen, einer Seite geschlossen. Und zwar die offene Seite dann nach unten von der Platine. Nimmt diese Platine, kann man schon mal hier so drauflegen, wie man es gerade so hat. Oder hat irgendwas anderes zum Unterlegen. Und macht hier dasselbe. Mit einer Hand kann man das hier festhalten, mit einem Finger. Wenn man jetzt keine Klemmmöglichkeit hat. Auch Lötzinn wieder hinzufügen. Wegziehen. Hinzufügen. Wegziehen. So. Und schon ist diese Platine fertig gelötet. Jetzt wird die Platine hier in das Gehäuse so reingesteckt. Dann den Fußhalter, so wie ich ihn hier habe, das heißt mit dem langen Teil nach unten, wo die in Richtung Klemme, dann das andere Seitenteil aufklipsen, so zusammenschieben, dann hier fest zusammendrücken, klack, klack, eingerastet und schon ist die Platine fertig und kann in den Schrank eingebaut werden als Abschlusswiderstand für den Tribus, für den DMX-Bus oder sonstige Busse, die mit 120 Ohm abgeschlossen werden. Und hier ist die Platine jetzt im Schaltschrank eingebaut mit hier
dem Loxbus hier als Endwiderstand. Wenn die Platine rausholen will, einfach hier unten drunter, hier dieses, das unten das grüne Teil anheben, was ich hier unten gesehen habe, was wir nach unten gemacht haben. Dann kann man die Platine auch wieder dann rausnehmen. Klack, eingerastet, passt auf jede Normhutschiene. Und die Schrauben, wenn man natürlich das Kabel hier anschließt, nicht mit Gewalt andrehen, dass die Klemme sich komplett verdreht und irgendwann die Leiterbahn abreißen, da immer ein bisschen drauf achten, da normal mit umgehen. Ja, das war's mit unserem ersten kleinen Video von unserem ersten kleinen Bausatz. Es werden nämlich noch eine Menge mehr Bausätze kommen, sobald das Material jetzt die Tage da ist. Und dann gibt es natürlich auch Videos zu. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Und ihr seht, der große Vorteil ist hier, man kann das jederzeit wiederverwenden. Wenn man Widerstand irgendwo eingeklemmt hat zwischen Hülsen und sowas, danach kann man wegschmeißen, muss irgendwo Widerstand besorgen. Das Teil kann man überall hinklipsen, kann es wiederverwenden. Klappt einwandfrei. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's schwer gut. Ciao.